Herzlich willkommen bei 1000 Best TV. Ich bin hier in Mailand auf der EICMA und neben mir habe ich diesmal einen echten Experten mit. Im Bild ist eine Ausnahme bei 1000 PS. Servus Martin Nopin Gangelberger, Zweirad-Experte von Bikeboard.at. Grüß dich Martin. Servus. Ja, warum brauche ich einen Fahrrad-Experten mit im Bild? Ducati hat was Neues am Start. Nicht mit PS, sondern mit KW. Und mit Martin gemeinsam beleuchten wir das, was das Ding kann. Ja, es ist so, Ducati präsentiert ein E-Bike, aber es ist halt so, die werden jetzt nicht selber in Bologna anfangen, da E-Bikes zu bauen. Martin, du als Experte in diesem Segment, wer steckt dahinter, was steckt dahinter? Ist das nur Schickimicki-Klossezeug, was Gutes? Wie ist deine Einschätzung zu dem Produkt als echter Experte in dem Metier? Also oft ist ja tatsächlich so, dass Auto- oder Motorradhersteller bei irgendeinem Radhersteller irgendwelche Rahmen kaufen und dann sage ich mal, einfach nur das Pickerl, den Markennamen draufdrucken und die Geschichte ist erledigt. Da gibt es halt oft das Problem, dass man die Teile auch nirgends kaufen kann, weil es ja kein Händlernetz gibt im Normalfall für Fahrräder von Auto- und Motorradmarken. Und wenn man dann ein Problem hat, dann steht man auch da. Also darum verkauft sich normalerweise die Sache jetzt nicht so gut, wenn ich als Automobil- oder Motorradhersteller anfange, Fahrradrahmen zu verkaufen oder Fahrräder zu verkaufen. In dem Fall beruht das alles irgendwie auf einer italienischen Freundschaft im Hintergrund. Der Gründer von der italienischen Marke TOC, die sich auf E-Bikes spezialisiert hat, hat sie zusammen mit dem ehemaligen Honda Racing-Chef vom HRC-Team zusammengetan und eben eine italienische E-Bike-Marke gegründet. Die nennt sich eben TOC. Die machen jetzt seit 2 Jahren sehr hochwertige Premium-E-Bikes. Und aus irgendeiner, Beziehung heraus sind sie mit Ducati übereingekommen, dass sie jetzt für Ducati ein eigenes limitiertes E-Mountainbike produzieren, was dann in weiterer Folge Ducati auf seiner Homepage darstellt und übers Ducati-Händlernetz europaweit vertreiben wird. Und wenn man als Kunde ein Problem oder eine Frage damit hat oder dazu hat, dann wendet man sich, so wie mit dem Motorrad, auch an seinen Ducati-Händler und der Support ist halt soll über die Jahre gewährleistet sein. Okay, also deine Meinung mal zu TOC ist, das ist eine gute Firma, das sind anständige Produkte, die die Marke im Hintergrund hier hat. Also hast du ein gutes Image auch, oder wie? Ja, also die Firma TOC ist eine sehr kleine Firma, sage ich mal, ein kleines Unternehmen mit lauter Spezialisten. Der Besitzer ist ein ehemaliger BMX-Weltmeister und mehrfacher Downhill-Sieger, also der kann richtig fahren. Der hat konkrete Vorstellungen gehabt, wie so ein E-Mountainbike auszusehen hat. Hat dann auf seine Beziehungen zurückgegriffen zur MotoGP. Also das Designteam von VR46 gemacht. Industriedesigner sind irgendwie vom Honda-Team beteiligt. Und die haben jetzt wirklich einen sehr, sage ich mal, leichten, stabilen, steifen Aluminiumrahmen erzeugt. Der ist mehr oder weniger mit dem TOC-Rahmen, den man bei der Firma TOC kaufen kann, mehr oder weniger ident. Aber so wie das Rad hier konfiguriert wurde, mit einigen Detaillösungen und halt mit der Lackierung, das ist halt tatsächlich jetzt ein limitiertes Ducati-Modell. Und was halt wirklich, wie es halt Ducati üblich ist, sehr performant ist auf der Strecke. Ja, du kannst jetzt ruhig ins Detail gehen, ich kenne mich jetzt nicht so aus, aber einer oder andere unter den Zusehern wird möglicherweise im E-Bike-Segment ein bisschen was am Kasten haben. Hau mal ein paar Fakten auf die Kacke, was steckt da drin, was darf man sich erwarten von dem Ding? Also angetrieben wird das Radl von einem Shimano E8000 Motor, das ist der stärkste Motor, den es von Shimano gibt. Der leistet 250 Watt, da kann man sich jetzt vielleicht was drunter vorstellen oder auch nicht. 250 Watt, das ist ungefähr die Leistung, die ein sehr trainierter Mensch, sage ich mal, eine Stunde erbringen kann. Also ein überdurchschnittlich trainierter Mensch leistet quasi so viel, wie der Motor zusätzlich liefert. Und hat als weiteren Wert, den man vielleicht als Motorradfahrer besser einschätzen kann, der liefert halt 70 Newtonmeter Spitze. Wenn man jetzt die neue BMW hernimmt, die hat 140 Newtonmeter circa Drehmoment, wiegt aber 250 Kilo und das Rad liefert eben 70 Newtonmeter und wiegt aber nur 22,5 Kilo. Was auch ein weiteres, nicht Alleinstellungsmerkmal, aber doch ein Indiz ist, dass das Rad sehr sportlich ist, weil 22,5 Kilo für ein Medium-Rad, das ist wirklich sehr leicht. Die meisten anderen Hersteller, die sogar deutlich mehr kosten, die liegen da bei 25 Kilo und mehr. Klingt jetzt nicht so viel der Unterschied, aber ich meine, auch beim Motorrad, wenn du 3 Kilo sparen willst, dann musst du schon einige
1000 Euro in die Hand nehmen, damit du das Gewicht runter reduzierst. Und beim Fahrrad ist es ähnlich. Also so ein Radl muss natürlich ein bisschen teurer sein, weil sonst komme ich halt nicht auf das Gewicht. Okay. Was ist das grundsätzlich für eine Kategorie und wer soll das kaufen? Was sind das? Wer da so, wie soll ich sagen, ist das so ein Hobbyradl für mich, wo ich da einfach jetzt ein bisschen im Wald rumfahre? Oder was kann man damit anstellen? Ja, im Prinzip fällt es in die Kategorie Enduro. Es hat 170 mm Federweg vorne, das ist schon für ein Rad relativ viel. 160 mm Federweg hinten. Feinste Fox-Komponenten, also da ist nicht gespart worden, das ist so ziemlich das teuerste Fahrwerk, was man zurzeit am Massenmarkt kaufen kann. Und eben mit der vorher angesprochenen, mit dem hochwertigen Rahmen und mit der sportlichen Geometrie, also kurzer Radstand, ist das Rad halt sehr, sehr wendig. Das heißt, man hat Spaß bergauf, weil eben der Motor mit 250 Watt je nach Einstellung unterstützt. Und man hat natürlich auch dann am Trail richtig viel Spaß, weil das Radl, wir haben so ein ähnliches Modell von Tok erst dieses Jahr getestet, das ist dann wirklich wendig und lädt halt zum verspielten Fahren ein, ist aber nicht übertrieben wendig. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass das hyperagil ist und man ständig auf der Fresse liegt, wenn man nicht so versiert ist. Es ist quasi, sag ich mal, ein sportlicher Kompromiss, sowohl für einen richtigen Crack, der halt wirklich beim Downhill das richtig krachen lassen will, für den ist es gut geeignet, weil es wendig ist. Aber ein Hobbyfahrer, sage ich mal so wie wir, die jetzt vielleicht nicht ständig am Mountainbike sitzen, die können mit dem ganz normal auch ihre Touren fahren. Ja, und um das zu unterstreichen, ist auch der Tok oder der Ducati eines der wenigen E-Mountainbikes, die auch einen Flaschenhalter anbieten. Die meisten Räder sind so designt, dass die Batterie einfach den Platz wegnimmt und du hast dann keinen Flaschenhalter. Ja, ist natürlich, wenn man jetzt nach der Arbeit nur ein, zwei Stunden fahren gehen will, dann ist es natürlich praktisch, wenn man eine Flasche reinstecken kann, weil sonst müsste man immer mit einem Trinkrucksack oder mit so einem Trinksystem herumfahren. Also das ist auch so eine Kleinigkeit, die die Alltagstauglichkeit von dem Radl ein bisschen unterstreichen soll. Okay, also ein Fahrzeug, mit dem man durchaus im Alltag zugänglich unterwegs sein kann, aber auch ein Sportgerät, ein ernstes Trainingsgerät mit hochwertigen Qualitäten, wo ich, weiß nicht, bei uns in der Nähe gibt es den Bikepark am Semmering, wo ich echt diese harten Sprünge und die argen Sachen fahren kann. Also für den Bikepark gibt es wahrscheinlich Räder, die vielleicht noch besser dafür geeignet sind, also wenn man jetzt ein richtiger Vollprofi ist, aber mit dem Rad kann man ohne weiteres, also am Bikepark, die Downhill-Strecke oder die Trails kann man ohne weiteres fahren. Mein Fahrkönnen ist natürlich vorausgesetzt, aber die Technik, die das Rad mitbringt, also sei es jetzt auch die Downhill-Bremsen, Vierkolbenbremsen mit 203 mm großen Discs, also das sind so ziemlich die größten Discs, die man quasi kaufen kann, die verzögern richtig gut. Du hast da vorne ein 29 Zoll Laufrad, also bei Rädern ist es so, bei Mountainbikes, da gibt es so verschiedene Laufradgrößen, also von 26 Zoll über 27,5 bis 29 Zoll. Und je größer, desto besser, oder was? Naja, je größer, umso besser rollt es über Hindernisse zum Beispiel drüber. Es muss halt die Radgeometrie zusammenpassen und die Teile müssen hochwertig sein, weil sonst wird es halt weniger steif. Also ein großes Rad ist halt nicht so steif wie ein kleines Rad oder vom Durchmesser. Da muss man halt dann schon richtig ins Detail gehen, damit das große Rad auch dieselben Steifigkeitswerte aufweist. Und normalerweise habe ich halt ein Mountainbike, wo ich hinten und vorne zwei gleich große Laufräder montiert habe, zwei gleich große Felgen. Man variiert normalerweise maximal mit den Reifen. Aber bei dem Rad ist es so, das nennt sich Scaled Sizing unter den Spezialisten, da hat man vorne ein 29 Zoll Laufrad, was halt beim Runterfahren richtig leiwand ist, weil es halt über Stufen, über verblocktes Gelände, durch Gruben leichter drüber hinwegrollt. Und hinten habe ich auch ein bisschen wegen der Steifigkeit, ein 27,5 Zoll Laufrad, das heißt hinten aber ein bisschen ein kleineres Laufradl, wo es dann halt die Geometrie bergauf wieder, bergauf und bergab einfach gut ist, ausgeglichener ist. Beim Runterfahren fühle ich mich mehr ins Rad integriert und beim Rauffahren funktioniert es wegen der kurzen Kettenstrebe und wegen der Geometrie auch richtig gut. Also okay. Das ist wirklich alles aufeinander abgestimmt. Da hat sich irgendwer mächtig Gedanken dazu gemacht. Ja. Gut, meine Sorge war ja, wenn ich ehrlich sein darf,
dass der, wenn ich jetzt dann mit dem Radl zum Fahrradtreff hinfahre, am Bikepark, wo auch immer, dass mir die komplett auslachen und sagen, der Trottel hat das Ducati-Radl gekauft, hat ein Vermögen gezahlt und ist der letzte Dreck. Einfach nur, weil Ducati draufsteht, hat er da die ärgste Deppenscheu abgelegt. Also das ist nicht so. Du sagst, das ist ein gutes Produkt, wo auch der Fahrradexperte sagt, das ist Leinwand. Ja, das ist auf jeden Fall ein Top-Produkt. Die Firma TOC, die arbeitet ja nach dem Versenderprinzip. Das heißt, normalerweise gehst du ins Internet, suchst du das Rad raus, wählst eine von vier, also ihr wählst dann eine von vier Rahmengrößen und bestellst das, zahlst das und dann kommt zu euch nach Hause der Karton. Ihr macht den Karton auf, nehmt das Rad raus, dreht den Lenker gerade, zieht ein paar Schrauben an und fahrt. Und dadurch, dass kein Händler halt involviert ist, ist das Rad dann halt entsprechend billiger, als wenn ich das über einen Händler beziehe, der dann Service-Support geben muss, der das für einen aufbaut. Also da habe ich einen Preisvorteil und der Preisvorteil spiegelt sich natürlich auch jetzt beim Ducati-Rad ein bisschen wieder, aber halt nicht ganz so arg, weil jetzt natürlich schon wieder ein Händler involviert ist, der natürlich ein bisschen was mitschneiden muss. Darum, ja, Verkaufspreis haben wir noch nicht gesagt. Das Rad, so wie es da steht, kostet 6.250 Euro. Ist jetzt ein Ticken teurer, als wenn ich bei TOC ein ähnliches Rad kaufen würde, wo halt nicht Ducati draufsteht. Aber es ist trotzdem, obwohl Ducati draufsteht und obwohl es wirklich ein gutes Produkt ist, ich sage einmal so, mindestens um ein Tausender, wenn nicht mehr, billiger als von Mitbewerbern, die quasi ein gleiches oder ähnliches Setup bieten. Dass wir das einmal hören von einem Ducati-Produkt, das hätte ich mir nicht gedacht. Ja, bin gespannt. Was Ducatisti wahrscheinlich, am ersten werden wahrscheinlich Ducati-Fans in Frage kommen, die sowas ohnehin wollen, zum Fit bleiben. Bin gespannt, was die Ducatisti sagen. Legt euch sowas zu oder greift dann doch lieber zu Scott Specialized. Was weiß ich, gnadenloses Feedback von euch bitte. Steht ihr auf das Radl oder nicht? Martin, danke für die Expertise zu dem Produkt. Vielen Dank, ciao. Und gerne. Baba. Viert euch.